General, Sie sind mit dem Präsidenten und dem Nationalen Sicherheitsrat verbunden. Mr. President. General, haben Sie Makarov schon gefunden? Nein, aber wir haben Informationen über seinen Bombenbauer. Die Situation entwickelt sich. Entwickelt sich? Haben Sie ihn oder nicht? Ein Delta-Team hat ihn gerade festgenommen. Ich schicke das Video. Wie ist der Status? Sie haben Volk, aber Ihre Operationssicherheit wurde gefährdet. Im Klartext, General, bitte. Sie werden sich zum Evakuierungspunkt durchschießen müssen, Sir. General, ich will diesen Volk lebend. Was Sie auch tun müssen, bringen Sie diese Männer heil nach Hause. Die eiserne Dame, 9. Oktober. Hey, 2 Wochen vor meinem Geburtstag. Oder 2 Wochen und 1 Tag vor meinem Geburtstag. Yay! Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Ich sehe hier sehr viel Frieden in der Stadt. Aha, ach seht doch her, der LKW versucht mich zu überrollen und es ist ihm gelungen. Oh, der Komm. Ach, wie schön. Ist doch ein friedlicher Ort, oder? Der Heli stürzt ab. Er trifft die Autos. Und... Doch, was passiert mir das nicht? Oh, Kommunikationsfehler. Ach nö, ich hasse solche Level. Ich hasse es. Ich hasse es. Solche Level hasse ich. Das ist der Ich Level hasse dich Song. Ich hasse dieses Level. Sowas gab's auch in Battlefield 3. Und warum singe ich jetzt so scheiße? Keine Ahnung, das ist der Gesang aus... das ist der Scheißgesang. Bei mir geht's gerade scheiße, deswegen singe ich ja auch gerade scheiße. Weil ich so einen Scheiß machen muss. Also es gibt's auch in Battlefield 3. Oh, Battlefield 3 war vielleicht ein schönes Spiel. Besser als dieser Scheiß. Nee, Spaß. Ich will noch nicht über ein Spiel urteilen, was ich noch nicht durchgespielt habe. Aber momentan finde ich Battlefield 3 besser. Wahrscheinlich, weil ich das jetzt trainen muss. Das kann noch ewig dauern. Mit meinen Skills. Mit meinen nicht vorhandenen Ego-Shooter-Skills. Oh! Ich ging schneller als ich dachte. Ah, da sind noch welche. Nein, da sind noch eine Menge. Kann ich nicht einfach das Gebäude zerstören, damit hier dieser Brocken dann auf die Leute fällt oder so? Vorsicht, wir dürfen nicht auf Gebäude schießen. Ach so, ja, gut. Warum nicht? Ich schieße gerne auf Gebäude. Direkte Treffer. Was haben die für einen Sinn? Ich sehe keinen Sinn für hinter Gebäuden. Hier etwa? Naja, immerhin wird da angezeigt, welchen Feind wir killen müssen. In MW1 war das ja ein Albtraum. Ah, MW1. Schlechtes Let's Play. Ich hab schon überlegt, ob ich das re-Let's Playen soll, aber ne, ich glaube, ich lasse das einfach mal. Vielleicht re-Let's Play ist einfach später, wenn ich Lust habe, aber momentan eher nicht. Denn es war ja ein Blind-Let's Play und ich kann ja im Spiel nicht nochmal Blind-Let's Playen. Ein Blind-Let's Play kann man ja nur einmal machen. Was ist jetzt passiert? Was ist denn das jetzt? 0. 1 FPS. Steigerung mit 1 Punkt. Spick. Erwischt. So, jetzt. Das war jetzt vielleicht ein Scheiß. Ich hoffe nicht, es ist so ein Scheiß, kommt nicht nochmal. Ach, das war gerade so schön, bis dieser Leck da eben kam. Das ist voll langweilig. Und dafür habe ich 60 Euro gezahlt? Nur ein paar Leute aus der Luft abzuknallen? Ich weiß nicht. Kann ich da nicht ranzoomen irgendwie? Ich weiß, dass ich die Waffe wechseln kann, aber das interessiert mich nicht. Ja, so ist es viel besser. Kann ich es nicht vergrößern? Nee. Das Gebäude ist erledigt. Danke für die Hilfe. Wir rücken jetzt zum Hotel auf der anderen Straßenseite vor.
Ne, statt sind wir eben nicht. Raketenwarnung, yay, jetzt können wir nicht mehr schießen. Komm schon, stürz ab, damit ich das nicht mehr machen muss. Ah ne, es geht noch weiter. So, kann ich jetzt wieder als Soldat? Yeah! Ach, sie stehen unter Beschuss und Leute sterben, aber mir geht's gut. Ne? Mir geht's gut, euch geht's auch gut. Was will man mehr? Wo kommen denn die Schüsse her? Wahrscheinlich von dem Junkie, der gibt sich ja eh immer einen Schuss. Ja, yeah, wir kämpfen uns durch eine Villa durch. Ja, ja, ja. Wo ist denn das MG? Ist das ein MG? Oh, fuck, da kommen welche. Naja, macht nichts. Truck, hilf mir. Granate. Was ist denn das für ein Typ? Der sieht ja hässlich aus. Hä? Ah! Tut mir leid, aber er war echt hässlich. Ich kann ihn doch nicht von hier aus erwischen, oder? Ja, ich seh's, ich seh's. Ja, das ist einfach, ich schleich mir jetzt einfach daran. Mach einen auf Rambo. Immer mit der Ruhe, Sandmann, ja? Du machst die kleinen Kinder noch verrückt, die dieses Video sehen. Was ich hoffentlich nicht, was ich hoffentlich nicht erwarte. Nö, ihr kleinen Kinder! Dieses ist besser, 18! Oh, das war aber knapp. Fast hätte ich die Kante erwischt mit der Granate. Dann lass dir was einfallen, das ist doch nicht mein Job. Alter! Sind Feinde überall. Gleich sterbe ich, gleich sterbe ich. Und zwar jetzt in dem Moment. Ja, genau. Ja, genau, ich hab's gesagt. Hab ich's euch gesagt? Ich hab's euch gesagt. Albert Einstein, ja. Echt schönes Zitat. Was ich nicht gelesen hab. Ach nee, jetzt alles ab hier. Das Level mach ich, bis jetzt mach ich das Level überhaupt nicht. Bis jetzt hasse ich dieses Level. Made by Ryo Ichikawa. Dann lass dir das einfallen, Mensch. Sniper? Sniper! Warum sagt ihr doch nicht, warum sagt ihr nicht gleich, dass da ein Sniper-Gewehr war? Ihr Dummerchen. Das hätte mir eine Menge Arbeit erspart. Aber hier könnte ich irgendwie super snipen. Oh, in your face. In your face, you fucking retard. That's the perfect sniper position. Bin ich jetzt so blöd zum Snipen oder was? Mal kurz nachladen, ne? Ihr versteht schon. Ich bin echt so blöd zum Snipen. Ich will einen Headshot jemanden geben. Boom, Headshot! Yeah! Boom, Headshot! Oder war es ein Headshot? Ja, ihr habt's gesehen. Schreibt mal einen Kommentar, falls es ein Headshot war. Niemand entkommt von meinem Gewehr. Ich werde jeden erschießen. Und das nachts, nicht Spaß. Ach, wir sind in den USA. Ach, wie schön. Solche US-Flaggen mag ich. Oh, ja, oh, ich mache mir keine Freunde mit diesem Let's Play. Keine amerikanischen Freunde mache ich mir damit.
Naja, wir haben ja bald 11. September. Aber am 11. September bin ich ganz vernünftig eigentlich. Also am 11. September wünsche ich niemanden, aber ja, ich wünsche eigentlich niemanden den Tod, auch wenn er Amerikaner ist. Ich mag sie halt nicht, ne? Aber ich wünsche ihnen nicht den Tod, sagen wir es so. So sehr hasse ich die Amis auch nicht. Also am 11. September, den, da war, fand ich auch schon, dass es ein schlimmer Tag war. Ich habe das ja live mitbemerkt. Ich bin ja 18, da merkt man sowas. Das war im Jahr 2001, da kann ich mich noch gut erinnern. Und, aber was da passiert ist, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Echt geiler Spruch, den muss ich mir merken. Hey, ich kann mich noch gut daran erinnern, aber was passiert ist, kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Ah, den sag ich, das erzähle ich meinen Enkelkindern, falls sie mal was vom 1. September, vom 11. September, 11. September wissen wollen. Kann ich das jetzt verwenden? Ja. Wie Panzer? Wo ist Paul Panzer? Panzer, ich grüße Sie. Wie, was? Also, hey, chill out. Ich sagte chill out. Versteht ihr nicht chill out? Okay, ihr könnt kein Englisch. Dann könnt ihr Russisch. Okay, aber ich kenne einen, der Russisch kann. Ich bin ja auf dem Schach, da gibt es viele, die Russisch reden. Weil Schach spielen ja fast, ja, viele Russen spielen Schach. Ich will jetzt nicht sagen alle, aber viele. Ach, da oben sind viele. Die haben mich wahrscheinlich abgeballert. Wie solche Ballers bei Grand Theft Auto, San Andreas. Na, da war doch... Aha, ich hab dich gesehen, ich hab's schon richtig gesehen, dass du da warst, ja, ja. Ich habe ein gutes Auge. So, ist dann noch ein Russe? Da ist ein Russe. Hm, soll ich? Der Arme, ich hab ihn in den Arsch geschossen. Das habe ich in ein zweites Arschloch verpasst. Ah! Don't not shoot me. Do you not understand me? I said, do you not shoot me, you fucking asshole. Achso, ja, jetzt verwende ich es einfach mal. Das wäre wahrscheinlich die beste Option, die ich jetzt gerade machen kann. Ja, hier kommt Paul Panzer wieder, aber wo? Ist er down? Nee, ne? Okay, ab der Stelle bin ich drauf gegangen, deswegen, das heißt, ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück. Ich bin ja absolut sicher. Okay, jetzt finden sie mich nie. So, wo ist denn der Panzer? Panzer! Hab ich gemacht. Ah, der hat mich im Visier. Zurück. Hier, ach so, ja, hätte ich sofort machen sollen. Warte, wo ist 4? Bin jetzt so blöd, die 4 zu finden. Hier ist die 4. Das sage ich dir. Leck. Kommt die jetzt her? Ein Granat? Apfel, was war? Oh nee! Das Level wechselt zwischen Luft und und jetzt lag's wieder. Es ist bis Screens, die könnt ihr leider nicht sehen, weil es bei mir da extrem leckt. Ich hasse solche Level und da fange ich immer an zum Singen. Singen. Ich hasse dieses Level. Leck. Hä? Wie jetzt? Also wenn ich den abknall, dann sterbe ich. Wenn ich aber den nicht abknall, dann sterbe ich auch. Was ist denn das für eine Ironie? Hm.
Jetzt hab ich aber richtig gemacht, oder? Fluchtfahrzeug erledigt! Ja! Pause! Diesen Typen hasse ich! Ja, genau, mach ihn fertig! So, seht, seht, liebe Kinder! Sandmann verprügelt euren Vater! Truck, wir haben Volk! Sind unterwegs! Verstanden! Raptor 2 wirft den Motor an! Gut, dann bis zum nächsten Part! Ich mach jetzt Aufnahme Pause! Ciao! Beste zu kommen! Wartet! Ja. Keine Kontaminierung im Bereich. Masken auf und Augen offen halten. Ah, endlich natürliche Luft. So, warum ist Mario schwul? Nein, der ist ja ein Analreiniger. Verstanden, 01. Wir schicken eine Ranger-Einsatztruppe an Ihre Position. Markieren Sie Ihren Weg mit Leuchten. Hey, da ist eine Ratte. Anweisung verstanden. 01. Warum habe ich kein Licht? Ich will auch eine Taschenlampe. Okay, hat gerade extrem bei mir geleckt und ich musste Fraps neu starten. Und ich kann eins davor sagen, sorry, mache von dieser Karte, dass ich jetzt so beleidigend werde, aber ich muss meine Wut rauslassen. Diese Map ist wohl die beschissenste Scheiß-Map in der scheißbehindertsten Geschichte des Scheiß-Ego-Shooter. Da dieses Dreckslevel gehört in den Müll geschmissen und draufgeschissen. Gott, ist das vielleicht scheiße, dieses Scheiß-Level. Okay, gut ist draußen. Er kann es nicht irgendjemand anders erledigen. Ich bin nicht der Typ zu sowas. Ich sitze im Park und spiele gerne Blumen. Oh, zum Glück ist da jetzt ein Safe gewesen. Ihr habt doch auch sicherlich eine Javelin oder sowas. Warum muss ich das machen? Ich muss jeden Scheiß erlegen. Ich bin hier der Arsch für alles. Und es leckt auf einmal nicht, obwohl da so ein Splitscreen dran ist. Ach verdammt, das hat gerade geleckt. So, wo bin ich denn jetzt? Ach, der Eiffelturm. Die schießen auf den Eiffelturm. Ach, wie nett. Kein Respekt vor Geschichte. Ich werde, der fliegt jetzt gleich um. Der wackelt ja schon extrem. Ich sehe nichts wegen dem Staub. Wer hat da jetzt gerade geschossen? Leck. Bist du ein Feind? Tut mir leid, aber du musst sterben, damit ich dieses Let's Play beenden kann. Musst du sterben. Ach, da ist ein Panzer. Wo ist die Javelin? Ich sag doch, ihr habt irgendwo eine Javelin. Warum habt ihr davor nicht auf den Heli geschossen? Ja, ich mach das jetzt nicht zum ersten Mal. Ist jetzt Tau? Nee, war mir klar. Ey, stimme nicht im Weg. Wenn du getroffen bist, ist dein Pech. Wo ist denn da noch ein anderer Panzer? Achso, ja gut. Ziele, ja. Ziele. Moment, ihr kriegt eure Ziele. Und zwar da vorne da. Die Leute da nerven mir schon die ganze Zeit. Warum muss man das eigentlich mit der Granate machen? Hat das irgendeinen Zweck? Ist der jetzt Ruhe? In Frieden oder was? Ja. Scheiß Silvesterstreuer, Bella, wie auch immer.
Der Kloster, wir sind schon auf dem Louvre. Die Hure ist auf dem Louvre. So, jetzt wird hier gesn... Ach, scheiße, ich hab meinen Sniper nicht mehr. Anstatt habe ich diese... Javelin. Javelin. Hier, nochmal eine Markierung für euch. Okay, ist jetzt Ruhe. In Frieden. Hoch 2. LOL. Volk. Das deutsche Volk ist hier. Okay, bloß nicht das Volk. Leck. Alright. Was nochmal? Ey, wie viel... Die sind sowas von unfähig, die Leute hier. Das sind keine Soldaten, das sind Milizen. Vor allem Sandmann tut mir gar nichts. Ich krieg mir jetzt viel zu sehr auf, aber es stimmt ja auch. Wegen dem Idioten sterbe ich. Boah, das war knapp. Das war echt scheiße knapp. Noch ein Schuss und ich bin down. Den Spruch, den sagen sicherlich auch Junkies. Noch ein Schuss und ich bin down. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Ich bin jetzt vielleicht krass drauf. Noch ein Schuss und ich bin down. Sagt ein Junkie. Oh, ich habe ja noch eine. Wie viel habe ich eigentlich? Ne, ich habe keine mehr. Granate! Steht mir der Wichser im Weg. Oder war es die Granate oder war es der Wichser? War der vielleicht beim Gegner? Keine Ahnung. Jeans. Oh, hi. Rotes Pulver. Ich geh mal hin, das heißt doch sicherlich was, oder? Was ist denn das? Leck. Was? Ich wollte es ein bisschen failen. Es kommt ja hier ein Luftangriff, ne? Doch nicht, oder? Ich dachte, es kommt der Luftangriff und die killen mich. Und dann hätte ich hier wieder schön gefällt wie in Level 1. Naja. Das nenne ich doch ein richtiges Schlachtfeld. Ich finde, die sollten ihre Namen tauschen. Battlefield sollte Call of Duty heißen und Call of Duty sollte Battlefield heißen. Weil das ist doch ein richtiges Battlefield. Ich habe keine Javelin. Nee, ich habe einen Javelin, aber keine Munition. Dafür gibt es hier einen Raketenwerfer. Natürlich, du musst nur an dich selbst glauben. Dann kannst du auch jeden starken Sturm aushalten. Ah! Ich sterbe. Ich will aber noch nicht sterben. Ich will noch weiterleben. Oh oh. Da ist der Eiffelturm einfach mal so umgeflogen, was? So, und wer bezahlt den Schaden? Die Amis. Die Amis haben ja auch. Nee, die Franzosen haben den. Nee, da verwechsel ich jetzt was. Die Franzosen haben ja die Freiheitsstatue gemacht. Und die haben sie dann den Amis geschenkt. Okay, jetzt müssen die Amis den Franzosen eine Statue schenken. Das Level schon vorbei. Oh. Ja gut, anfangs war scheiße, aber der Schluss war richtig episch. Und wenn jetzt das Level, wenn jetzt der Speicher voll ist, dann raste ich aus. Dann lebt ja ein Outtake, den ich
schlimmer als Mirko und alle anderen. Stellt dich meinen neuen Bildschirm ein. Der Eiffelturm zerstört. Ihr kriegt einen neuen. Ich bezahle den Schaden. Okay, bis zum nächsten Part. Ciao.